Wir wollen, dass ihr Gott begegnet, damit ihr eine Entscheidung trefft, die für die Ewigkeit ist. Und er zeigt uns Menschen, was es eigentlich wirklich bedeutet, Mensch zu sein. 1, 2, 3, 4, race! Let's go, let's go! So, herzlich willkommen zurück. Krass. Folge Nummer 3. Heute geht's ab. Folge Nummer 3 hier auf diesem Weihnachtsmarkt-Edition, was auch immer. Ihr seid heute unsere dritten Special-Gäste. Genau. Wir haben erst mit einer Julia geredet, dann mit einem Emir und seinem Kumpel Daniel. So, und jetzt weiß ich noch gar nicht, wie du heißt. Erzähl mal, wie heißt ihr? Ich bin die Sophia. Ja. Sophia, herzlich willkommen. Ich bin der Sade. Sade, ja. Okay. Cooler Name. Cooler Name. Hier stehen noch zwei, eure Freunde. Wie heißt ihr denn? Konradin? Ja. Ist ja krass, hab ich noch nie gehört. Voll cool. Und du? Lea. Okay. Lea. So. Vielleicht wechseln wir später mal durch, wenn es der Sophia zu viel wird. Genau. Aber die Sophia, pass auf, die hat heute Geburtstag. Die hat heute, sollen wir mal Happy Birthday alle mal, sagen? Wir singen jetzt und alle mal in die Kommentare Happy Birthday schreiben. Okay, let's go. Seid ihr bereit? Genau. Eins, zwei, drei. Ihr müsst auch mitsingen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Sophia, Happy Birthday to you. So. Darf man das fragen, wie alt bist du geworden? 21. Maxi? Krass, noch so jung. Ein bisschen rüber. Ich bin immer, ich verdecke die Kamera, ne? Ja. Muss weniger Plätzchen essen. Okay. Genau. Ja. Ihr seid jetzt noch spontan dazugekommen, wir wollten eigentlich gerade Feierabend machen, aber dann dachten wir, das ist jetzt so cool. Du hast uns angesprochen. Genau. Warum hast du uns angesprochen? Also falls ihr euch wundert, ihr müsst es in irgendeine Folge zurückspringen, weil da kommt es her. Der Eli, der hier eigentlich steht, der ist schon nach Hause, der ist nach Hause gegangen, dem ist zu kalt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt haben wir den Say jetzt hier. Ja. Ich habe einfach gedacht, das sieht interessant aus, ich frag mal. Cool. Ich bin sehr neugierig. Und hat voll offen gedauert. Auch, oder? Mit Leuten zu sprechen, merke ich. Schon, schon. Cool. Also, wenn es so nette Leute wie ihr seid, dann auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Schön. Ich tue das mal nur ein bisschen anders hin, dass man dein Gesicht sieht. Okay. Okay, man sieht es auch nicht wirklich. Schau mal. So, jetzt sieht man ein bisschen besser. Ja, schön. Genau. Hammer. Also, pass auf. Folgendes. Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt, weil wir haben uns gedacht, jetzt ist Weihnachten. Wir feiern Weihnachten. Ich denke mal, ich gehe davon aus, ihr wisst, warum wir Weihnachten feiern. Ja. Wisst ihr das? Ja. Soll ich euch abfragen? Willst du vielleicht sagen? Soll ich euch abfragen? Frag mich bitte nicht ab. Ich feiere es aber. Gib mal einen Tipp, warum feiern wir Weihnachten? Jesus Geburt. Ja. Let's go. Pass auf. Stark. Und wir sind tatsächlich hier, weil wir mit den Menschen über genau diesen Jesus sprechen wollen. Okay. Und mich würde einfach mal interessieren, jetzt mal für euch, über euch beide, wie steht ihr so allgemein zum Thema Glaube? Wie steht ihr zum Thema Gott, Jesus? So, was macht es mit euch? Was sind da eure Gedanken? Was beschäftigt euch? Haut mal raus. Nee, du legst los. Okay. Also persönlich von mir, ich finde, Glaube ist wichtig im Leben zu haben, weil ich sage immer, auch wenn du an nichts glaubst, ist der Glaube halt an nichts. Das heißt, jeder hat einen Glaube da und der gibt uns Kraft, egal an was wir denken. Und das ist auch meine Sicht, dass ich sage, ich glaube einfach an was Höherem, aber ich möchte denen keinen Namen geben, weil ich glaube, alles gehört zusammen. Egal ob es Buddha ist, egal ob es Allah ist, ob es Gott ist. Es ist, wir glauben an was Größeren und das verbindet uns. Mehr brauchen wir nicht. Okay, und du? Ja, also ich sehe das ähnlich. Also ich denke mir oft eigentlich, ich weiß nicht so ganz, ob ich das so Glauben nennen soll, aber da gibt es bestimmt irgendwas Übernatürliches, über irgendwas Höheres oder so, was wir uns einfach nicht vorstellen können. Und das ist dieser Glaube für mich, dass man, also nicht dieser Glaube an Gott, sondern da ist einfach irgendwas, was wir als Menschen nicht greifen können. Und deswegen können wir uns das auch nicht gut vorstellen, aber irgendwas, was, ja. Jetzt mal eine ganz, ich werfe jetzt mal eine ganz wilde Frage in den Raum. Wenn wir uns die Welt anschauen, sie ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich reise gerne und ich war an Orten und manchmal auch, wenn man in den Bergen ist oder egal wo, lass es irgendwo am Strand sein oder auf einer schönen Insel, da ist so eine Schönheit auf der Erde. Ja. Und jetzt wird es noch krasser. Wenn ich mir uns Menschen anschaue,
wie wir gemacht sind, wie wir absolut perfekt funktionieren. Ich meine, für uns ist es ja normal, wir sind Menschen halt, ne? Ist ja wurscht. Aber eigentlich, wenn man das mal anguckt, wir sind Menschen, die auch schöpferisch so schöne Sachen erschaffen können, wenn wir uns hier zum Beispiel das Rathaus anschauen. Und dann aber auch, wir sind gemacht, um zu lieben, füreinander da zu sein. Da ist so ein Potenzial in uns, was leider nicht immer genutzt wird. Also ja. Es gibt sehr viel Schreckliches auf der Welt. Aber was glaubt ihr, woher kommen wir? Und vor allem, was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir? Boah, da haust du was raus. Ja. Das ist schon hart, ja, ich weiß. Muss man kurz verarbeiten. Jetzt direkt spontan würde ich sagen, ich glaube, zu sein ist genau der Grund, warum wir hier sind. Zu sein, um einfach Sachen zu erleben und wieder zu uns zu finden in der Vollkommenheit, wie auch immer man das beschreiben möchte. Für mich ist es einfach genau diese Liebe, diese Freude, die du eben besprochen hast, diese Neugierde, die man ja bei kleinen Kindern sehr oft sieht, wenn man neue Orte entdeckt und einfach sagt, das ist so, da spürst du so einen Moment von, ach, da ist was. Und genau diesen Moment zu leben. Glaubst du, dass du hier bist, weil du einfach da bist? Also so aus dem Zufall heraus? Oder glaubst du, dass jemand dich gemacht hat? Dass jemand diese Welt gemacht hat? Dass jemand gesagt hat, ich will, dass der Said, gell? Ja. Heute hier ist, heute hier lebt? Ich möchte daran glauben. Ich bin noch nicht ganz fest daran überzeugt, aber ich möchte daran glauben, dass es jemanden gibt, der das macht. Und ich will mal klug scheißern. Ich finde immer, Zufall, das Wort wird benutzt als Zufall, aber wenn man es mal wirklich auseinander nimmt, zu gefallen. Es ist etwas auf dich zugefallen. Cool. Also, das sage ich auch immer. Ja. Sagst du das? Ich sage immer, also sag mal zu Ende. Das war's schon, also ich habe gesagt, deswegen. Was ich immer sage ist, ein Zufall ist immer das, was Gott einem zufallen lässt. Hast du nie gehört? Nee, ich nicht gehört. Ja. Ist ja lustig. Ja. So ein Zufall. Ah, cool. Eigentlich gibt's keine Zufälle, oder? So. Genau. Es wird halt so benutzt, aber das Wort dann, an sich. Und wenn du sagst, du möchtest dran glauben, dann ist die Frage, wenn es etwas Höheres gibt, wie ihr schon beide gesagt habt, so eine höhere Macht, warum hat die uns gemacht? Was könnte der Grund sein? Warum sind wir hier? Weil du hast ja gesagt, wir sind hier, du hast ja gesagt, ganz spannend, wir sind hier, um zu sein. Mhm. Aber das Ding ist ja, wir können gut sein und wir können auch böse sein. Oder eigentlich sind wir in unserem Sein beides, weil jeder Mensch ist sowohl gut als auch böse. Wir machen Dinge, die nicht gut sind, bestimmt. Kommt auch immer drauf an, wer definiert denn überhaupt böse, wer sagt denn, was böse ist und was nicht. Aber irgendwie haben wir Menschen ja schon so einen inneren Kompass, dass wenn du jetzt hier fragst, ist Töten gut? Oder wenn du jetzt hier rumfragst, ist jemanden anlügen oder Fremdgehen gut? Würde ich sagen, dass hier auf dem Christkindlmarkt wahrscheinlich zu 99% die Leute sagen würden, nee, das ist eigentlich nicht gut. Also irgendwo wissen wir alle Menschen, obwohl es ja eigentlich, woher kommt das, haben wir alle Menschen irgendwo so einen Kompass, der sagt, hey, da gibt's Dinge, die sind nicht gut, die sind falsch und da sind Dinge, die sind richtig. Das habe ich mich schon oft, wo kommt dieser Kompass her? Und jetzt eben aber auch, ja, sein, gut, böse, was ist jetzt der Sinn da in dem Ganzen? Weißt du, das sind so tiefe Fragen, da muss man kurz mal... Das ist auch voll fies. Okay. Kurz mal aus dem Stegreif habe ich doch nichts. Lass mich kurz nachdenken. Wir stehen hier seit 2 Stunden, sind voll im Modus. Ich merke schon. Ja, ich mache heute noch 5 Folgen, es kommt gleich die nächste. Nein, Schmarrn. Boah, also ich muss sagen, so krass tief habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich denke mir auch, im Gedanken findest du die Lösung nicht, weil eben das, was wir denken, ist eben unser Kopf und das, was wir suchen, ist viel mehr als wir selber. Und deswegen, wie sollen wir das finden mit unseren Gedanken? Das ist deep. Das ist richtig deep. So hat noch keiner, weil die meisten Menschen sind so, alles, was sich logisch anhört in meinen Gedanken, das gibt's und alles, was unlogisch ist, das gibt's. Verstehst du dieses? Die sind nur hier drin, aber dieses, hey, Moment mal, vielleicht können wir das, was da viel mehr ist als das, was hier drin ist, gar nicht begreifen. Das finde ich krass. Ja. Also, um jetzt mal darauf zu kommen, was wir glauben, wir wollen auch nicht nur Fragen stellen, sondern auch mal ein bisschen erzählen, was wir tatsächlich glauben. Also, wir sind Christen und was wir glauben ist, wenn ihr, ich meine, ihr seid mit dem christlichen Glauben so einigermaßen vertraut, gehe ich davon aus, wir glauben, und ich glaube auch jetzt gerade mal für dich heute, weil dein Geburtstag ist, ich glaube, dass Gott dir heute das größte Geschenk machen möchte, was es überhaupt gibt.
Ich sag dir gleich, welches. Weil was der Maxi gerade schon angesprochen hat, mit dem Punkt, dass wir, ja, wir sind teilweise gut, aber teilweise auch schlecht. Und die Sache ist die, dass wir haben, wenn es wirklich einen Gott gibt, wenn wir jetzt mal den Gedanken zulassen würden, es gibt diesen Gott, der uns Menschen gemacht hat, der uns Menschen vor allem zu seinem Ebenbild gemacht hat und der uns in eine perfekte Welt, die Bibel spricht ja ganz am Anfang vom Paradies, das für uns gemacht wurde. Wenn wir davon ausgehen und diese Geschichte, die ja weitergeht, dass dann auf einmal Sünde in die Welt kam und uns dadurch von Gott getrennt hat, dann haben ja wir Menschen eigentlich ein riesengroßes Problem. Nämlich, wir Menschen leben in einer Welt, die irgendwie von Gott gemacht wurde, aber irgendwie nicht mehr so ist, wie Gott sie sich ja vorgestellt hat. Nämlich voll mit dieser Sünde, voll mit diesen Fehlern, von denen der Maxi gesprochen hat. Und Gott ist aber derjenige, der uns ja gemacht hat. Und Gott ist jemand, der hat uns ja nicht einfach gemacht, weil er sich gedacht hat, so, mir ist so langweilig, ich mache jetzt mal Menschen, so schauen wir mal, was passiert. Ah, ist fehlgeschlagen? Nein. Sondern die Bibel spricht davon, dass Gott, unser liebender Vater ist, der uns liebt, der dem nichts wichtiger ist als du und ich. Und dann ist aber dieses riesengroße Problem, das zwischen uns und Gott steht, und die Bibel spricht von Sünde, das ist die Sünde. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, diesen Zustand, dieses Problem, diese Trennung von meinen Kindern auf dieser Welt, die ich gemacht habe, die ich liebe, die will ich so nicht. Und deswegen kam Gott auf die Idee und hat gesagt, hey, ich sende meinen Sohn Jesus Christus, der bei Gott war, und ich lasse ihn als Mensch auf diese Welt kommen, der als Mensch mit denselben Problemen zu kämpfen hatte wie wir, der mit denselben Handicaps zu kämpfen hat wie wir Menschen, also der einfach ein ganz normaler Mensch war auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite trotzdem Gott war, und dieser Jesus kam auf diese Welt und er lebt dieses perfekte Leben, frei von jeder Schuld, frei von jeder Sünde, und geht am Ende aufs Kreuz, um sich töten zu lassen. Einfach nur in Anführungsstrichen, weil wir eigentlich Fehler gemacht haben. Warum hat es funktioniert? Weil er der Einzige war, der ohne Schuld war. So, er war der Einzige, der würdig war, zu sagen, ich nehme die Sünde, die Schuld auf mich, die eigentlich dir und mir gilt. Und diese Aufnahme oder dieses Abnehmen deiner Schuld, dieses Reinwaschen von dir in den Augen von Gott, bewirkt, dass du wieder Zugang haben kannst zu Gott. Und das ist etwas, was Gott gemacht hat, allein aus Gnade. Das ist ein Geschenk. Weil ganz viele Menschen sagen oder denken, wenn ich Bibel lese, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich vielleicht Geld spende in die Kirche, wenn ich viele gute Dinge tue, wenn ich ein guter Mensch bin, wenn ich alle möglichen Dinge versuche, um möglichst gut in den Augen von Gott zu sein, dann mag mich Gott und dann komme ich vielleicht in den Himmel. Und Gott ist aber derjenige, der weiß, du kannst so viel Geld spenden, wie du willst. Du kannst so oft in die Kirche rennen, wie du willst. Du kannst tun und machen, was du willst. Egal, was du tust, nichts davon kann diese Schuld, die auf dir liegt, von dir nehmen. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus gesandt, der als einziger imstande war, diese Schuld, diese Flecken, die wir auf unserer Seele haben, wegzunehmen. Nicht nur abzuwaschen, wo so ein bisschen Dreck übrig bleibt, sondern einfach wegzunehmen. Du bist komplett frei von Schuld. Und das ist das Geschenk, das Gott uns anbietet. Und das ist ein Geschenk, das einfach da ist aus Gnade. Und das Einzige, was wir Menschen eigentlich tun können, wo wir wirklich was tun können, um dieses um in diesen Zustand der Sündenfreiheit zu kommen, ist, dass wir ihn in unser Herz einladen. Dass wir sagen, Jesus, ich erkenne, dass ich jemand bin, der Vergebung braucht. Wir müssen erkennen, dass wir selber nicht diese, dass wir Vergebung brauchen, dass wir nicht alleine eben in diesen Zustand hineinkommen und dann dieses Geschenk annehmen. Umzukehren von der Sünde, was bedeutet, einfach sich abwenden, also Buße, du hast schon mal Buße tun gehört, oder? Buße tun bedeutet im Endeffekt einfach, ich habe erkannt,
ich gehe in eine bestimmte Richtung, ich gehe diesen Weg der Sünde und wende mich davon ab und wende mich eigentlich von der Sünde weg hin zu Jesus. Und das ist das, was wir tun können, um diese Vergebung zu erlangen. Darf man dich dazu gleich was sagen? Genau, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ganz viel geredet, ihr habt bestimmt einige Sachen vielleicht nicht verstanden oder so. Schieß los. Willst du auch mal? Oder du? Wenn du eine Frage hast, dann frag zuerst. Für mich, also ich verstehe das alles und für mich fühlt sich das auch gut an, wenn du das so sprichst. Ich frage mich nur, kann man wirklich uns trennen von Gott, wenn du an Gott glaubst und das so benennen möchtest? Kann man uns da trennen, weil er hat uns ja erschaffen. Ist er dann nicht immer bei uns? Also weil du gemeint hast, dass er gemeint hat, oh, warum wurden wir so getrennt und deswegen habe ich Jesus geschickt. Ja, ja, voll. Aber wir sind doch, ich finde, wir haben in uns auch Gott. Ich verstehe voll, was du meinst. Du musst es dir so vorstellen, Gott ist ja heilig. Da sind wir uns ja einig. Also wenn es Gott wirklich gibt, dann muss dieser Gott absolut heilig, perfekt, frei von unseren irdischen Fehlern, die es hier gibt, sein. Er ist einfach heilig. Und in dieser Gegenwart, wo es nur Heiligkeit gibt, kann etwas Unheiliges nicht bestehen. Stell dir vor, du hast, wenn du ein Riesenfeuer hast und du legst so einen Haufen Holz hin, das Feuer verzerrt es. Das Feuer nimmt es auch. Es kann nicht bestehen. Das Holz bleibt nicht bestehen in der Gegenwart von diesem Feuer. Und genauso ist es, wenn wir bei Gott wären, in diesem unheiligen Zustand, wir würden verbrennen, wir könnten gar nicht bestehen in dieser Gegenwart und deswegen sind wir zwangsläufig ab diesem Moment von Gott getrennt, weil diese Schuld, diese Unheiligkeit auf dir ist, auf mir ist. Aber ja? Jetzt, warum hat Gott uns denn gemacht, wenn er wusste, dass wir schuldig werden, dass wir getrennt von ihm sind? Warum hat er uns überhaupt geschaffen? Warum hat er uns überhaupt mit Schuld geschaffen? Und da ist die Antwort eben, will ich nochmal zurück, auf unseren freien Willen. So, Gott hat euch gemacht, so wie ihr jetzt hier gerade vor mir steht, zu sagen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, Gott. Und ich will so leben, wie ich das möchte. Und ich möchte nicht, dass du in meinem Leben irgendwas mit eingreifst oder irgendwas mit zu tun hast. Und bei Gott möchte keine Sklaven. Gott möchte Kinder haben. Und das so hat er uns gemacht als seine Kinder, die einen freien Willen haben. Und die sagen, hey, ich möchte Gott, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Ich möchte ohne dich leben oder ich möchte mit dir in Gemeinschaft leben. Und durch dieses, ich will meine eigenen Entscheidungen treffen, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ist eben das Böse in die Welt gekommen. So steht es in der Bibel. Mit Eifersucht, mit Fremdgehen, mit all den Dingen, die Gott nicht gefällt, wo er sagt, hey, ich habe euch eigentlich nicht so gemacht, dass ihr das macht und euch gegenseitig wehtut, verletzt und so weiter. Und ich kann ganz kurz mit euch teilen, warum ich hier stehe. Das ist tatsächlich ein kleines Wunder, weil ich bin nicht christlich aufgewachsen, meine Familie glaubt bis heute nicht an Gott. Aber ich habe mir mit 14 Jahren damals, war ich in meinem Zimmer und ich habe gesagt, Gott, wenn du real bist, dann bitte zeig dich mir. Ich will ein Zeichen von dir. Ich kann nicht irgendwelchen Religionen glauben mit Büchern, was Menschen geschrieben haben und so weiter. Ich war wie ihr. Aber ich glaube an eine höhere Macht, an irgendwas, was da oben ist. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du real bist, bitte zeig dich mir. 2 Wochen später stehe ich an der Bushaltestelle und es kommt ein Mann auf mich zu und der sagt, hier, das habe ich für dich und gib mir so ein Heft. Und da stand etwas drin, was ich so zuvor noch nie gelesen habe, nämlich, dass Gott sich eine Beziehung zu mir wünscht, dass er einen guten Plan für mein Leben hat und dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich konnte mit der Schuld nicht wirklich was anfangen und mit dem Kreuz, weil ich gesagt habe, ich bin nicht schuldig, ich habe nichts gemacht, das spricht mich nicht an. Aber ich habe mir gedacht, okay, da ist ein Gott, der real ist und der mich lieb hat. Und da habe ich damals das Gebet, was da am Ende von diesem Heft drin stand, ich habe gesagt, Jesus, ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben. Ab jetzt bist du der Chef sozusagen. Und dann dachte ich mir, okay, cool. Jetzt habe ich diesen Jesus in meinem Leben. 2 Dinge waren mir damals wichtig mit 14 Jahren. Erstens, ich will eine richtig heiße Freundin haben. Ich will nicht mehr Single sein. Und das zweite war, ich will Ansehen bei Menschen haben. Ich will beliebt sein. Ich will nicht mehr der Außenseiter sein, sondern ich will, dass Leute mich cool finden. Und das habe ich Power gebetet, jeden Abend. Und irgendwann kam es dann so. Ich bin in Klicken reingerutscht. Dann schon Tattoos, waren cool unterwegs. Und auf einmal haben alle über mich geredet. Ich war beliebt. Und ich habe eine richtig hübsche Freundin bekommen. Und ich kürze das jetzt ab. Ich habe Gott vergessen und habe einfach nach meinen eigenen Wünschen gelebt. So wie es halt ist. Ich wollte einfach genießen. Sex gehabt, habe Spaß gehabt, habe Drogen genommen, habe Partys gefeiert, habe einfach das Leben in vollen Zügen gelebt. Mir ging es immer gut, ich hatte Geld, ich war Einzelkind. Und eines Tages war es dann so, dass mein bester Freund, der hätte ins Gefängnis müssen. Ich bin irgendwann gewalttätig geworden. Ich habe mich halt cool gefühlt, war mit falschen Leuten unterwegs. Im Club haben wir uns geschlägert und so weiter. Ich war auch nie wirklich gut in der Schule und ich hatte innerlich so einen Hass und wollte irgendwie, wurde auch verletzt. Dann mein bester Freund hat sich an meine Freundin dran gemacht. Ich hatte so Wut in mir. Okay.
Und dann hatten wir eine heftige Schlägerei hier in München am Frühlingsfest und mein bester Freund hätte ins Gefängnis müssen und hat sich davor das Leben genommen und war dann tot. Und dann war ich wieder an dem Punkt in meinem Leben, wo ich mein Leben reflektiert habe und ich habe auf eine kaputte Beziehung meiner Freundin zurückgeschaut. Ich bin fremdgegangen, ich war so ein schlechter Freund. Ich habe zurückgeschaut auf, für was lebe ich? Um Spaß zu haben, um Alkohol zu trinken, um mich mit irgendwas zu füllen, mit Ansehen. Wie finden mich Leute? Finden die mich toll? Finden die mich schön? Und mein bester Freund ist tot und ich war konfrontiert mit dieser Gewissheit, eines Tages werde ich auch sterben und ich werde auf mein Leben zurückschauen und ist wirklich der Sinn meines Lebens einfach nur zu sein und irgendwie Spaß zu haben und mich selber glücklich zu machen. Ich bin in meinem Zimmer eines Abends, wie keine Kirche, keiner, ich kannte keinen Christen, niemand, der mir von Jesus erzählt hat, ich hatte nur dieses Heft und eben ich war alleine. Ich habe angefangen zu beten und habe gesagt, okay Jesus, ich habe echt Mist gebaut und ich habe mein Leben bis jetzt komplett ohne dich gelebt. Aber wenn du real bist, dann gib mir jetzt bitte ein Zeichen. Ich muss wissen, ob du real bist oder nicht. Und ich sag's euch wirklich, ich stand da in meinem Zimmer, ich bin auf meine Knie, ich habe Gänsehaut bekommen, ich spüre eine Liebe und einen tiefen Frieden in mir und habe einfach nur angefangen zu weinen und zu weinen und zu weinen, wie als wird alles von mir raus und so ein Gedanke in meinem Kopf, keine Stimme in meinem Zimmer, kein Licht gesehen, einfach nur ein Gedanke, der gesagt hat, Maxi, ich liebe dich. Ich habe für deine Schuld bezahlt und ich habe einen Plan für dein Leben. Und seit diesem Tag an habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Es hat eins nach dem anderen hat sich gefügt. Ein Kumpel von mir damals, den kannte ich von Hauspartys, der hat immer gekifft. Der hat mich angerufen, hat gesagt, Maxi, mein Papa wurde übernatürlich geheilt von Jesus. Der hat alles ausprobiert, der war Geschäftsmann. Komm doch mal in die Gemeinde, die wir hier, die war bei mir im Ort, so eine Freikirche, wo einfach nur Christen sind. Und ich bin da hingegangen, also nicht Zeugen Jehovas, keine Sekte oder so. Ich bin da hingegangen und ich stehe da und da war Worship, so eine Musik. Ich habe das so in der Kirche noch nie gehört. Ich kannte da nur Ave Maria. Da wurde einfach Gott gepriesen. Da wurde gesungen, Jesus, wir lieben dich. Wieder spüre ich diese Gegenwart, wieder spüre ich diese Liebe. Und ich wusste, Gott ist da. Okay, ganz kurz noch. Ich habe angefangen, zu Gott zu beten. Ich habe angefangen, eine Beziehung zu ihm zu führen. Ich bin aufgestanden in der Früh, habe gesagt, danke, Jesus, dass ich leben darf. Komm in mein Leben, veränder mich. Zeig mir, ob da Dinge in meinem Leben sind, die du angehen möchtest. Ich schwöre es euch. Ich war schon im Auto gesessen, wollte zu dem Mädel fahren, mit dem ich immer Sex hatte. Ich konnte nicht mehr. Es war wie, als hätte ich mein Gewissen zurückbekommen. Ich musste die anrufen. Ich so, ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber ich glaube an Jesus. Ich kann mit dir nicht mehr schlafen. Das fühlt sich so falsch an. Ich kann nicht mehr zu dir kommen. Gott hat mich geheilt von Pornografiesucht. Gott hat mich geheilt von der Sucht nach Anerkennung, was Menschen über mich denken, ob ich schön bin, ob ich nicht schön bin, ob ich cool bin oder nicht. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und so bin ich Gott begegnet. Und so wie ich heute hier vor euch stehe, kann ich sagen, mit diesem Höheren, was ihr vorher beschrieben habt, habe ich eine echte Beziehung. Und er ist in meinem Leben. Und das ist das, warum wir auch diesen Podcast gestartet haben. Weil ich glaube, dass da so viele Menschen da draußen sind, die auch an irgendwas glauben oder auch auf der Suche sind vielleicht, hoffentlich. Und damit sie das einfach mal hören. Ich möchte, dass die Menschen das hören, zumindest gehört haben. Ob sie es annehmen oder nicht, ist von jedem die freie Entscheidung. Aber selbst wenn ihr das heute mitnehmt, zu sagen, wenn ich in meinem Zimmer alleine bin, wenn mich keiner sieht und ich sage einfach mal, Jesus, bist du da? Jesus, komm in mein Leben. Ihr werdet merken, dieser Gott wird sich euch zeigen und es ist so abgefahren, was er tut. Und das ist dieses Lebendige. Wir können ewig lang diskutieren. Jeder hat verschiedene Ansichten. Wir könnten jetzt zwei Muslime stehen, die sagen, ja, aber das ist richtig, das glaube ich. Ja. Am Ende geht es darum, jeder Mensch muss sich selber auf die Suche machen und jeder muss für sich die Wahrheit finden. Aber wie könnt ihr an die Wahrheit finden, wenn ihr nicht an die Wahrheit glaubt? So, ja, wenn ihr nie davon gehört habt. Ich bin so dankbar, dass dieser Mann mir damals das Heft gegeben hat. Ja. Und wenn ich ihn irgendwann wiedersehe und wenn es erst im Himmel ist, werde ich sagen, danke, du hast mir damals das Leben gerettet. An einem Punkt in meinem Leben, wo ich echt nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und das ist das, was ich einfach teilen will. So. Was wir einfach machen wollen, ist, deswegen, also unser Podcast heißt Encounter Podcast. Mhm. Und der heißt nicht auch ohne Grund so, sondern uns geht es wirklich darum, dass wir glauben, dass jeder Mensch Gott begegnen kann und dass Gott jeden Menschen begegnen möchte. Und ich bin überzeugt, 100%, ich bin mir sicherer, dass wenn ihr beide, jeder für sich selber, wenn ihr euch auf die Suche macht nach Gott, dass ihr ihn findet. Ich bin mir sicherer, als dass ich weiß, dass dieses Licht irgendwann ausgehen wird. Ich bin mir noch sicherer, dass wenn du Gott suchst, dass du ihn finden wirst. Die Bibel sagt, in der Bibel sagt Gott von sich selbst, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und ja, ich möchte euch das echt mitgeben, so wenn ihr, wie der Maxi gesagt hat, so, das muss überhaupt nicht jetzt sein, auch wenn ihr alleine seid, wenn ihr in eurem Leben euch auf die Suche macht nach Gott, dann werdet ihr ihn finden, weil Gott wird sich immer finden lassen, weil er will euch viel mehr kennenlernen, noch viel mehr als ihr ihn. Und jetzt stell mal vor,
Das ist die Wahrheit, was diese zwei bekloppten Typen hier gerade am Christkindlmarkt euch zufällig so erzählen. Und da ist wirklich ein liebender Vater, der einen guten Plan hat für euer Leben. Der jetzt schon alles weiß, der euch kennt durch und durch. Auch, wie du hast vorher gesagt, ist Gott nicht immer bei uns. Gott war von Anfang an bei euch. Er hat euch gesehen. Er weiß, dass ihr heute das Gespräch hier habt. Er weiß alles. Er weiß alles über euch. Er kennt die tiefsten Geheimnisse. Er weiß, wo ihr Schmerzen habt, wo ihr noch mit Dingen zu kämpfen habt, die noch nicht mal eure besten Freunde über euch wissen. Er kennt euch, er sieht euer Herz. Und ich glaube, es ist so besonders, und das habe ich erlebt, wenn man dieses Herz aufmacht und sagt, okay, Jesus, komm rein. Und ich glaube, er ist der Einzige, und das kann ich wirklich heute hier vor euch bezeugen und schwören, er ist der Einzige, der euch niemals verletzen wird. So, eure Freunde können euch verletzen, weil sie fehlbar sind. Euer Freund, eure Beziehung, eure Eltern auch. Auch sie sind nicht perfekt. Menschen. Aber Gott wird euch niemals enttäuschen. Wenn ihr ihm euer Herz schenkt und sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, dann wird er euch niemals verletzen und enttäuschen. Ganz im Gegenteil. Er wird euch Dinge zeigen, von denen ihr jetzt noch nicht mal zu träumen wagt. Und er wird euer Leben verändern zu den Positiven. Er will für euch da sein in jeder Situation. In der Bibel steht, ihr könnt in jeder Lage zu mir beten. Ich werde euch hören und ich werde euer Gebet erhören. Ja. Er hat mir geholfen in Ausbildung, Job. Heute darf ich mit Kindern arbeiten als Erzieher, was ich total toll finde. Und eben auch hier so Podcasts machen, um die Welt reisen, Menschen von Jesus erzählen. Und das ist einfach das größte Geschenk. Und früher hatte ich so Angst, mir war so peinlich, mir war so wichtig, was Menschen von mir denken. Und heute stelle ich mich vor Leute und sage, hey, ich stehe dazu, Jesus ist mir begegnet, ich kann es nicht leugnen. Ich kann das nicht, egal ob mich die Leute auslachen, ich kann es nicht leugnen. Dieser Gott ist real, er ist mir mehrmals begegnet, ich habe ihn mehrmals erlebt und er ist so gut. Er liebt euch, er liebt dich, Sophia, so sehr, wirklich so, so sehr. In seinen Augen, du bist so wertvoll, so kostbar. Und deswegen, er kämpft für dich und er kämpft auch für dich, Said, wirklich. In seinen Augen, du bist so wertvoll für ihn. Er liebt deine Art, wie du auf Menschen zugehst, dein Lächeln, wie du Leute zum Lachen bringst. Er liebt es, wie du immer eine positive Ausstrahlung hast. Ich glaube echt, Gott möchte dir sagen, er liebt es, wie du Leute ermutigst, die auch mal nicht so gut drauf sind. Er sieht es, wie du einer bist, der wirklich auf Leute zugeht und immer wieder das Positive, immer wieder das Gute aus den Leuten hervorholt. Immer wieder sagt, komm, steh auf, geh weiter. Und einfach, da ist so viel mehr. Er ist wirklich da für euch. Danke. Ich würde auch voll interessieren, was du denkst. Du hast jetzt noch nicht so viel gesagt. Ich bin die ganze Zeit so am Zuhören und am Verarbeiten. Ich bin generell so, aber ich finde das voll interessant, weil ich mir da schon öfter so drüber Gedanken gemacht habe, also generell so über das Thema Glaube und Gott und übernatürlich, und ich finde das super interessant. Ich persönlich bin aber an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht weiß, woran ich glauben soll. Also ich mache mir über super viele Sachen Gedanken. Ich lese Bücher über Naturwissenschaften, wo jemand versucht, das zu erklären, wie das Universum entstanden, oder der Vater von meinem Bruder, der ist auch super gläubig, mit dem hatte ich auch ein Gespräch und alles. Und ich habe auch zu ihm damals gesagt, ich glaube an, wie gesagt, an irgendwas Übernatürliches, aber ich für mich habe noch nicht rausgefunden, was das für mich ist. Und ich sage auch überhaupt nicht, dass irgendwie für mich Gott nicht existiert oder dass es generell, ich finde es auch überhaupt nicht abwegig, aber ich bin noch an so einem Punkt, wo ich noch nicht genau weiß, ob das, also vielleicht habe ich es, wie ihr schon gesagt habt, einfach noch nicht gefunden oder noch nicht erlebt, aber ich bin noch an einem Punkt, wo ich einfach noch nicht, ja genau, weiß, was dieser Glaube ist, aber ich denke super viel darüber nach, auch so, okay, wo bin ich gerade eigentlich, was ist das hier genau, wie ist das entstanden, und ich finde das super spannend, weil ich manchmal wirklich einfach so random Momente habe in der S-Bahn, wo ich so da sitze und mir denke, wie kann das real sein überhaupt, also dieses, dass man dann, keine Ahnung, denke ich mir so, wie kann das sein, dass ich hier was fühle und es ist irgendwie total unerklärbar, wie das entstanden ist alles und so. Wie gesagt, da mache ich mir super viele Gedanken drüber und ich finde es auch super spannend, so andere Sichten zu hören, aber auch zum Beispiel dann auch wieder so naturwissenschaftliche Sichten teilweise sich anzueignen, und weil es so kontrovers ist, aber irgendwie alles so ein bisschen seinen Sinn hat und ja, wie gesagt, ich nichts davon abwegig finde, aber ich einfach noch nicht... Du bist einfach suchend. Genau. Das beschreibt es ja voll gut. Aber ist voll gut. Und ich glaube, Gott, nur dass Gott gibt, schließt nicht die Naturwissenschaften überhaupt. Ganz im Gegenteil. Ich finde es so spannend, mir sowas auch durchzulesen, anzuschauen, danach zu forschen, was da eigentlich für eine Genialität auch dahinter steckt und wie das alles läuft und diese Prozesse. Für mich bestätigt das eigentlich nur noch mehr. Dass da irgendwas die ganze ist, Welt, wenn man sich solche wissenschaftlichen Dokus anschaut, bestätigt für mich nur noch mehr,
da muss irgendein so kluger Kopf, der so viel klüger als jeder Mensch ist, dahinter stecken, dass ich gar auf gar kein anderes Ergebnis kommen kann, auch rein jetzt nur vom Verstand her gesehen. Es muss einen Schöpfer geben. Ja. Es muss jemand geben, der all das gemacht hat. Ich glaube, es ist auch voll wichtig, sich eben alles zu hinterfragen und sich auch selber auf die Suche zu machen, weil am Ende, ob du bei Gott bleibst oder nicht, ist nicht, weil ein Mensch dich überzeugt oder weil dich irgendein Zeugnis, das du toll findest, am Ende musst du deine persönliche Begegnung mit ihm haben. Aber ich glaube schon, dass Gott an dein Herz anklopft und eben wie jetzt zum Beispiel durch uns oder vielleicht auch mal durch einen Freund oder auch durch die Bücher, durch die Wissenschaftsbücher, wie auch immer, und er dir immer mal wieder so anklopft, ganz vorsichtig und sagt, Sophia, ich bin da. So, wenn du möchtest, dann fang doch mal an. Fang doch mal an, dir einen Schritt auf mich zuzumachen. Trau dich und ich werde dir entgegenkommen. Ich werde werd dich nicht enttäuschen, ich werde dir auch, du darfst Gott ruhig hinterfragen und auch sagen, okay Gott, zeig dich mir. Ich war damals mit 14 Jahren, ich habe gesagt, Gott, alles was in der Bibel steht, ist für mich Müll, im Koran auch. Ich glaube das nicht, das haben Menschen geschrieben, aber wenn du real bist, dann will ich ein Zeichen von dir, ganz persönlich. Ich glaube nicht an irgendwas, was mir eine Kirche verzapft oder irgendein Priester mir sagt, wenn mir auch die katholische Kirche anschaut, was da so passiert und so weiter, das hat für mich nichts mit dir zu tun. Zeig dich mir persönlich und er hat es gemacht. Aber es ist eben dieses schon von uns, dieses sagen, okay, ich bin offen und ich bin einfach mal bereit, da so einen mutigen, okay, ich probiere es mal aus. Jesus, wenn das real, wenn du echt bist, zeig dich mir. Jesus, ich will dir eine Chance geben. Ich fange mal an, gib mir ein Zeichen. Zeig dich mir. Ich fange mal an, in der Bibel ein bisschen zu lesen, schon mal nachzuvollziehen. Das ist so der Weg. So. Nehmen wir uns Zeit oder nicht? Ja. Sehr schön. Das ist voll gut. Dürfen wir noch für euch beten vielleicht? Wir freuen uns immer so, wenn wir für Menschen beten können. Du hast heute auch Geburtstag, wenn wir dich einfach kurz segnen könnten. Das wäre total toll, das lieben wir. Gerne. Wäre das okay? Wir sind offen. Darf ich meine Hand auf deine Schulter legen? Natürlich. Ist das in Ordnung? Ja, klar. In der Bibel hat Jesus den Menschen so die Hände aufgelegt, deswegen machen wir das auch ganz gerne. Genau. Jesus, ich danke dir so für Sophia. Ich danke dir für den tollen Tag, den sie heute hatte mit ihren Freunden, dass sie ihren Geburtstag schön feiern konnte. Und ich danke dir, dass du auch möchtest, dass die Sophia Spaß hat, dass es ihr gut geht, dass sie gesegnet ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in ihrer Suche und wirklich in ihrem ehrlichen, ich würde gern mehr wissen, was da ist. Und ich glaube schon, dass da irgendwas ist, Jesus, dass du ihr in diesen Fragen begegnest und dass du ihr zeigst, dass du real bist und dass du sie liebst. Und zeig ihr bitte auch, wie kostbar sie in deinen Augen ist, wie wertvoll sie ist und dass du sie wirklich für dich gewinnen möchtest. Du bist ein Gott, der eifersüchtig ist. Du bist ein Gott, der voller Liebe und voller Leidenschaft ist, auch für die Sophia. Und ich bitte dich, dass du sie wirklich zu dir ziehst und dass, wenn sie zu Hause wirklich anfängt, auch nach dir zu fragen, nach dir zu suchen, dass du ihr persönlich begegnest, sodass sie nicht mehr leugnen kann, dass du real bist. Ja. Behüte und beschütze sie, pass auf sie auf und Amen. Dankeschön. Und Jesus, ich danke dir auch für den Zelt, dass er so mutig war und nur auf uns zugekommen ist hier. Es gibt keine Zufälle, genau. Und ja, ich bitte einfach auch, wie der Maxi gebetet hat, dass du ihm einfach eine Begegnung schenkst mit dir. Dass er hat ja auch gesagt, er ist schon irgendwie auf der Suche nach Wahrheit. Und ja, wir wissen, du bist die Wahrheit und du willst dich finden lassen. Und ich bete einfach, dass er diese Begegnung mit dir hat, dass er dich erlebt, dass er dich kennenlernt als eine Person, als eine lebendige Person, die du bist. Und ich bete, dass du diese ganzen tollen Eigenschaften und seine Art, die hier ja wirklich positiv ist, ich möchte gar nicht sagen ausweitest, aber dass du das nimmst und noch mehr in das formst, wie du ihn siehst, wie perfekt geschaffen du ihn siehst und dass er ein Segen sein kann für andere dadurch, dass er wirklich mit seiner positiven Art ein Segen sein kann für andere. Und ja, ich bete einfach, dass die beiden hier, dass es nicht nur einfach ein Zufall war, sondern dass es ein Treffen für die Ewigkeit. Eine Situation war, die Gott hat zufallen lassen. Amen. Amen. Das war schön gesagt. So cool. Hammer. Danke euch. Vielen Dank. Danke euch, dass wir hier dabei sein durften. Ja. Schön, euch zuzuhören. Ja. Und absolut. Danke für deine Geschichte, für deine Offenheit. Voll gern. Und macht weiter. Danke. Hey, wenn ihr Lust habt, können wir euch auch mal einladen in so einen Gottesdienst. Also es ist keine evangelische, keine katholische Kirche, wie ihr gesagt habt, aber ihr seid aus München, oder? Ja. Ich sag jetzt schon ja.
Sag's jetzt schon ja. Ich bin einfach offen dafür. Okay, also cool. Es gibt für mich keinen. Hammer, du bist ein cooler Typ. Ja. Was machen? Lass mal Instagram austauschen. Achtung. Oh Gott, oh Gott. Lass mal genau, Instagram, wenn ihr Lust lass mal connecten. Gerne machen. Und dann schreiben wir euch und ja, laden euch mal ein, schreiben euch die Adresse. Pass auf. Ja, genau. Ja. Warte mal. Du tu mal dein Instagram raus. Hey, cool, ihr seid ja auch noch da. Ja. Wo wart ihr denn? Hat noch irgendwas aufgehabt? Spazieren. Was ist euer Lieblingsessen auf so einem Christkindlmarkt? Ich schreib's einfach. Ich weiß gerade, es ist total traurig, aber ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Wie heißt das? Was, wie sieht's aus? Es ist so ein Teig mit Zucker drauf in so einer Tüte. Das heißt irgendwas mit Screenshot mir das, weil den Namen finde ich sonst nicht. Langosch? Ah, du meinst Baumstriezel. Ah, nice. Baumstriezel. Ist das rot? Soll ich nur dich speichern oder soll ich dich auch speichern? Von mir ist auch gern. Also ich kann auch gern. Deins? Schupfnudel mit Sauerkraut und Würstel. Ja, bravo. Ich habe einfach mal auf voll. Na, lecker. Ja. Ja. Okay, geil, okay. Macht das bitte genauso weiter, bitte. Ja. Hey, und ich liebe es, dass ihr, was ich vielleicht so noch dazu sagen könnte, wäre, so ich liebe Fragen zu stellen, so, was ist euch passiert, wo man wahrscheinlich jetzt in der jetzigen Welt sagen würde, du spinnst doch. Das glaube ich dir nicht. Ja. Und wenn man das erfragt, ich habe schon so viel gehört und selber auch schon so viel erlebt, das ist Wahnsinn. Deswegen bitte macht weiter, das ist sehr schön. Und danke auch, dass ihr so offen wart. Ja, voll. Das ist so schön, echt mit Menschen zu reden, einfach wo man einen guten Austausch haben kann und ja, ohne irgendwie verurteilt zu werden oder so. Das ist echt wirklich schön. Voll schön. Das hat echt gut getan. Es war so ein gesegnetes Gespräch, echt. Absolut. Ich will die Folge am liebsten gleich raus. Ja. Wir haben so wilde Sachen im Petto, ich sag's euch. Bitte schickt uns bitte YouTube sehen. Und alles Mögliche. Genau. Wir waren jetzt Spotify Podcast Charts, Sparte Religion. Waren wir auf Platz 9 und wir waren sogar schon mal auf Platz 2. Die Leute pushen uns. Es hören wirklich tausende von Leute, kann man sagen, inzwischen. Es geht ab. Es geht richtig ab. Ich werde berühmt. Ich mach noch schnell Werbung für den nächsten Netz. Genau. Genau. Schön. Cool. Hat uns echt gefreut, dass ihr da wart. Wollen wir noch ein Weihnachtslied zusammen singen zum Abschluss? Was kennt ihr? Aber da müsst ihr auch mitkommen. Ihr müsst mitsingen. Lea Mara. Mariah, kannst du singen? Jetzt hör auf. Kannst du singen? Das wäre krass. Bitte. Sing mal was. Ich kann auch nicht singen. Ein bisschen? Kannst du probieren zu singen? Lea, komm jetzt. Dein Moment. Ich mach ein Weihnachtslied an und wir singen mit. Oh Gott, ich kann aber kein Weihnachtslied. Was für eine Geschichte denn, ne? All I want for Christmas. Nee, mach das nicht. Das darf man nicht. Copyright. Ah, okay. All I want for Christmas. Was kennt man? Ein Klassiker. Oh ja. Okay. Seid ihr bereit? Alle dazu zum Abschluss. Und dann machst du aus danach. Alle singen. Ich hab noch nicht gehört, was wir singen. O Tannenbaum. Okay. 1, 2, 3. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Das macht gar keinen Sinn, weil der Nadeln hat. Ich dachte grün. Ja. Grün sind deine Blätter. Er hat eine Nadel. Wir haben gerade das Lied komplett auseinandergenommen, weil das hat doch keine Blätter, das Ding. Es hat Nadeln. Wie grün sind deine Nadeln? Singt man das? Wie grün sind deine Nadeln? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter bist du bereit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. DJ Sate ist hier mit uns am Start. Boah, das war krass. Das war gut. Remix. Okay. So, bist du musikalisch? Ich würde schon sagen, musikalisch. Ja, wir sind Tänzer alle. Hör auf! Ja. Nein! Hört mal zu, jetzt pass auf. Kennt ihr einen Noel? Noel goes crazy. Maxi, kennst du ihn persönlich? Maxi, ich auch! Echt? Ja! Der folgt mir auch auf Insta, ich liebe den. Der geht auch in eine Church, wusstet ihr das, dass der gläubig ist? Der geht in die Ekklesia. Hammer. Ekklesia, ja, ich kann aber der ging, jetzt ist er ja nur noch in der Welt unterwegs. Ha? Ja. Kurze Story zum Noel, der war, bevor er so abgegangen ist auf Social Media, war der mit uns in der Tanzschule Move Academy. Da kennt ihr auch die Anna Gieschke. Die Anna Gieschke. Ja. Ihr kennt die Anna Gieschke. Ich unterrichte auch wir unterrichten alle drei in den großen Schulis in München. Ihr verarscht mich. Wie heißt die? Freestyle-technisch richtig hart. Jetzt hör auf, wie heißt die Tanzschule? Rhythm Dance Rhythm oder da gehen alle hin von meinen Freunden, die Binwi. Kennt ihr die Binwi? Ja, Gwen. Ja, Gwen? Ja. Das ist auch eine Freundin von mir. Ja, hey, jetzt wird's wild. Jetzt wird's Hammer. Geht nicht die Jasmin auch hin? Jasmin Traum?
Ne? Jasmin dran? Ja, auch. Wo geht's hin? Die geht auch in die Kirche dort. Ah, doch, cool, ja, ist das. Daisy, ja, auch. Daisy, da gibt's viele. Ja, Hammer. Ja. Hammer. Schau mal, so mega, klein ist die Welt. Mega, mega, mega. Ja. So klein ist die Welt. Alles zugefangen. Boah, ich muss mal ein paar Tanzsachen von euch sehen. Das ist bestimmt krass, ohne Witz. Ich hab echt richtig Bock. Ich liebe sowas anzuschauen. Habt ihr was auf Insta, so ein paar Sachen? Ich wollte gerade sagen, ich stalk euch jetzt auf Insta. Ja, gerne. Das zieh ich mir safe rein. Folgt ihr einfach der Tanz, dann seht ihr uns so. Mach ich. Hammer. Cool. Richtige Berühmtheit. Ja, morgen, falls ihr vorbeikommen wollt. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich bin so schlecht. Hä? Das ist, stell dir mal vor, ich würde das jetzt andersrum sagen. Du lädst mich ein zur Kirche und ich sag so, hey, aber ich kann nicht. Ich habe echt Angst, mich zu blamieren. Ich bin so schlecht im Glauben, oder was ist dein... Dann blamierst du mich. Jetzt mal ehrlich, wird da manchmal gelacht, wenn ich da so versuche mit meinem... Nein, gar nicht. Wenn du kommst... Jeder muss safe anfangen. Du musst aufpassen, Maxi, du verdeckst dich an die Kamera. Okay. Nee, gerne einfach versuchen. Ja, komm, mach. Ich will's mal probieren. Das ist jetzt das Zeichen für dich. Ja. Ich dachte, der nächste Tanz, den ich tanzen werde, ist dann zu meiner Hochzeit und meiner Frau den Hochzeitstanz. Also ich sag dir was, dafür brauchst du Rhythmus. Dafür brauchst du Rhythmus. Stimmt, du kannst nicht einfach tanzen, ohne dass du tanzen kannst. Ja, Gitarre spielen. Ich finde, ich muss es jetzt mal sagen, ich finde es echt toll, wenn Menschen richtig gut tanzen können. Ich auch. Ich finde das so schön. Ich finde das so toll. Und ich selber, ich bin so schlecht darin. Ich kann so peinlich darin. Ja. Wirklich. Immer auf so Hochzeit feiern oder so, dann versuche ich immer zu tanzen und alle gucken mich an. Dann ist es jetzt euer Zeichen, dass ihr zu uns kommt und lernt. Es gibt keine Zufälle. Wo ist die Schule? Hohenzollernstraße. 26 in Schwabing. Schwabing, okay. 20 Uhr. Okay. 20:15 Uhr morgen hier. In der Insta-Story einfach gucken. Prime Time. Chris, bitte lass uns eine Stunde mitmachen. Morgen? Einfach eine Stunde. Nein, morgen kann ich nicht. Nee, aber weißt du was? Oder Samstag, wenn ihr es gerne anguckt. Wir machen das so. Wir machen das so. Ihr geht mit uns in die Kirche. Und wir gehen mit, wir gehen mit euch in den Tanzkurs. Auf jeden Fall. Okay. Wir haben es auf Kamera, ne? Wir haben es auf Kamera. Auf Kamera. Wir haben es auf Kamera. Wir können das allerdings erst nächstes Jahr machen, weil ich jetzt nämlich nicht mehr da bin. Ist nicht schlimm, ich auch nicht. Das passt. So. Erst in Thailand, okay. Ich bin USA. Aber wir haben uns jetzt auf Insta. Wir connecten uns. Machen wir. Geil. Cool. Gut. Dann, hey. Dann noch schauen wir mal, was wird. Was wird? Sehr gut. Da okay. Freut sich die Gella. Mach das Ding aus, Chris. Mach das es Ding reicht aus. Reicht. Genau. Schluss jetzt. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, teilen und Liebe da lassen. Und, genau, warte, du musst noch kurz was machen. Ja. Setz mal kurz auf. Ich sag dir was uns auch kurz vorher. Hier rein. Ich bin voll unschuldig. 5-Sterne-Bewertung. Wenn nicht, ich sehe euch. Das habe ich nicht gesagt. Ich sehe euch, habe ich nicht gesagt. Das könnt ihr nicht bezeugen, nur ich habe es gehört. 5-Sterne-Bewertung. Okay, Leute, also vergesst nicht die 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Weißt du, was wir machen? Das sage ich noch kurz. Wir machen ein Beweisvideo, dass wir dort waren bei diesem... Haben wir doch jetzt. Nein, dass wir dort waren beim Tanzen. Ja, ja, safe. Das ist genau. Das auf jeden Fall. Ihr werdet einen Tanz von mir werdet ihr sehen. Beigebracht von einem von denen. Ja. Machen wir. Okay. Was nice. Auch einfach zu lernen? Das zeigen wir euch dann. Ja. Genau. Okay. Tschüssi. Tschüss. Ciao.